Hast auch du ein Problem mit den Schwankungen, die dein Trading-Ansatz oder die deine Trades verursachen, umzugehen? Dann ist dieses Video wahrscheinlich genau das Richtige für dich, denn heute soll es darum gehen, wie können wir Schwankungen reduzieren, Schwankungen im Konto reduzieren, sprich, wie können wir die Drawdowns kleiner halten? Und da soll es jetzt in den nächsten knapp 10 Minuten drum gehen. Ja, wir werden uns mit dem Thema Streuung befassen, denn das ist der Schlüssel, um Schwankungen zu reduzieren. Wenn ich auf meine mittlerweile 25-jährige Zeit an der Börse zurückschaue, dann ist diese Zeit immer auch begleitet gewesen von Erkenntnissen. Ja, und Erkenntnissen, die aufgrund von Fehlern oder von Irrtümern dann ans Licht gekommen sind, beziehungsweise die erlangt wurden vielmehr dadurch. Und ein klassischer Fehler, den ich früher gemacht habe, ist, dass ich mit viel zu wenigen Strategien angetreten bin. Man muss nicht, also man braucht jetzt keine 85 völlig verschiedenen Ansätze, aber ich muss ein und denselben Ansatz, zum Beispiel eine Ausbruchsstrategie, wenn ich die jetzt nur auf einen Markt anwende und auch nur auf einer Zeitebene, dann ist das einfach anfällig für Veränderungen. Und das weiß niemand besser als ich, denn ich habe zum Beispiel früher einen sehr starken Akzent gehabt auf kurzfristige Strategien, also auch eher so auf Daytrading-Strategien, Haltedauer einen Tag, und habe dann irgendwann ein paar Setups, die wirklich über Jahre hinweg unfassbar stetig performt haben, die in meiner Community so die Lieblingsstrategien waren. Es waren insgesamt 3 Strategien und 2 Stück davon waren die Hauptstrategien, die andere war noch so ein bisschen nebenher. Das waren 3 Setups, die wir gehandelt haben und alles auf Tagesbasis und durch High-Frequency-Trading sind die Orders einfach anders eingeschossen. Das heißt, die Trends intraday gingen ganz anders los. Das Marktverhalten auf kurzfristiger Zeitebene hat sich verändert. Auf der großen Zeitebene hat das überhaupt nicht gejuckt. Ein Warren Buffett wird wahrscheinlich nicht mal mitbekommen haben, dass es High-Frequency-Trading, dass das irgendwie was am Markt verändert. Also er wird es natürlich wissen, weil es ein super smarter Mensch ist, aber für seinen Handel hat das überhaupt nichts verändert, weil es nicht relevant ist. Aber wenn ich natürlich im sehr kurzfristigen Bereich arbeite, muss ich wissen, erhöhte Fehlerkomponente, erhöhte Zufallskomponente. Ich muss verstehen, dass ich dort A breiter streuen muss, also nicht nur 2, 3 Setups, aber vor allem muss ich auch auf ganz anderen Zeitebenen agieren, weil in der gleichen Zeit, in der diese Strategien dann Probleme bekommen haben, hätten andere Ansätze, die gröber strukturiert sind, mir das rausgeholt. Und das ist vielen nicht bewusst, mit wie viel oder wie breit diese Streuung gehen sollte. Und deshalb will ich euch mal hier in diesem Video ein paar Sachen dazu zeigen. Das ist unser Power Breakouts Portfolio, beziehungsweise die Kapitalkurve davon. Power Breakouts sind die Strategien oder ist der Ansatz, der aus 141 Setups besteht. Also hier haben wir schon mal den Unterschied. Ich habe 3 Setups gehabt. Das hier sind 141. 141 Setups auf 25 verschiedene Märkte, die über das Jahr verteilt arbeiten und die auf Trends gehen, wie man hier schon vielleicht erahnen kann. Power Breakouts, das sind also kurzfristige bis mittelfristige Trends, also 1 bis 2 Monate Haltedauer. Und diese Stetigkeit in der Kapitalkurve, die kommt nicht etwa daher, dass wir hier 85 Optimierungsschritte reingebaut haben. Das ist ein ganz, ganz banaler Ansatz. Wir haben einen Faktor Zeit. Nur in bestimmten Zeitfenstern werden Ausbrüche gehandelt. Und dann müssen eben die Ausbrüche kommen. Also wir haben einen Faktor Zeit und einen Faktor Preis. Und wir sind auf Monatsbasis unterwegs. Nicht mehr und nicht weniger. Da ist kein zusätzlicher Filter drin. Und in diesem Portfolio haben wir ja schon mal eine Streuung. Aber das Portfolio, können wir hier oben sehen, verursacht 102.000 Dollar Maximal Drawdown. Das muss man also erstmal aushalten. Aber das ist auszuhalten. Man kann entweder runterskalieren, wenn man ein kleineres Konto hat, dann muss man eben mit Bruchteilen von Kontrakten arbeiten oder mit CFDs oder mit Hebelzertifikaten teilweise. Oder ich muss eben mit diesen Schwankungen hier, ich brauche einfach ein größeres Konto dann, und damit funktioniert das dann auch. Also, aber dieser Ansatz verdient viel, hat aber auch 100.000 oder 102.000 Dollar Schwankungen. So, jetzt gucken wir uns den nächsten Ansatz an.
Short-Term-Seasonals, das sind kurzfristig saisonale Trades. Also kurzfristige saisonale Trades, Haltedauer 2 bis 20 Tage. Die haben einen maximalen Drawdown von 84.000 Dollar. Auch hier sehr stetig, auch hier keinerlei Optimierungsschritte. Es ist nur der Faktor Zeit drin, sonst nichts. Es ist nur der Faktor Zeit. Da ist keine Preisbestätigung drin. Da ist nicht irgendwie, wir brauchen Neumond und dann wird der Trade gemacht, sondern es gibt keinen zusätzlichen Filter. Es geht nur von Handelstag X bis Handelstag Y wird Trade Z in irgendeine Richtung, in eine spezifische Richtung gemacht. Daher, durch diese Streuung, dadurch, dass wir auch hier wieder 25 Märkte haben, kommt die Equity, die sehr stetig ist, zustande. Aber wir sehen auch hier ein Drawdown in dieser Größenordnung, so 84.000 Dollar, beziehungsweise Intra-Trade-Drawdown 90.000. Dann haben wir hier die Short-Term-Power-Breakouts. Wir hatten vorhin Power-Breakouts klassisch. Das hier sind die Short-Term-Power-Breakouts. Das sind roundabout 70 Trades, 70 Setups, die aber über das Jahr verteilt in jedem Monat arbeiten. Potenziell, natürlich nur, wenn es einen Ausbruch gibt. Hier sehen wir 109.000 Dollar Drawdown. Das heißt also, ich habe natürlich hier auch eine sehr, sehr stetige Performance, aber ich muss hier knapp 110.000 Dollar Intra-Trade-Schwankungen in der Historie maximal aushalten können. Und das hatten wir jetzt zum Beispiel hier sogar jüngst. Dieser Ansatz hatte jüngst einen nicht gerade kleinen Drawdown. Aber das gehört dazu. Ich kann nicht erwarten, dass ich hier 6 Millionen verdienen kann, aber zwischenzeitlich überhaupt keine Schwankungen habe. Das funktioniert nicht. Also hier auch dieser Ansatz verursacht gewisse Schwankungen. Und der letzte im Bunde, das sind vier Bausteine, die ich nutze, sind die Top Seasonals. Das sind klassisch saisonale Trades, Haltedauer so irgendwas zwischen 1 und 3 Monaten im Schnitt. Und die verursachen 72.000 bzw. 75.797 Dollar Drawdown Intra-Trade. So, auch hier nur der Faktor Zeit drin. Keine Überoptimierung, die Stetigkeit kommt durch die Qualität und dadurch, dass ich eben streue. So, jetzt ist das ja, hier ist ja jedes einzelne Portfolio, das hier sind 45 Trades, da ist ja jedes einzelne Portfolio schon ein Zigfaches an Streuung gegenüber dem, was ich damals hatte. Ich habe drei Setups gehabt, drei Setups. Eins auf Coffee, eins auf den S&P und eins auf Weizen. Das war alles. Mit diesen drei Setups bin ich angetreten. Was anderes habe ich nicht gemacht. Ich habe drei Märkte gehandelt mit jeweils einem Setup. Und aber auch alles auf der gleichen Zeitebene. Hier ist das eine auf Monatsbasis, das andere ist auf Tagesbasis, das andere hat ja, 2, 3 Monate Haltedauer, eins hat 1 bis 2 Monate Haltedauer, einiges hat nur 2 bis 20 Tage Haltedauer. Das ist also in jeder Hinsicht gut gestreut. Aber wer kommt denn auf die Idee? Ich kenne viele, die sagen, ich handle nur DAX. Und das lässt sich ja dann auch gut begründen. Die Leute sagen, ja, ich bin da spezialisiert drauf. Dieses spezialisiert klingt natürlich auch gut, weil es, ja, A, kann es natürlich so sein, dass jemand wirklich da spezialisiert ist und da wirklich sehr, sehr fit ist. Das glaube ich schon. Aber B, ist es natürlich auch ein tolles Argument, um so ein bisschen der Faulheit Vorschub zu leisten oder die Faulheit oder Bequemlichkeit zu erklären. Denn es ist natürlich schon, wenn man breit streut, ist es natürlich auch viel Arbeit. Aber dadurch habe ich natürlich auch einen enormen Effekt und dieser Effekt ist nicht gerade klein, das kann ich euch sagen. Aber nochmals zurück zu diesen drei Setups, die ich hatte, drei Märkte. Ich handle hier 25 Märkte in jedem einzelnen dieser Bausteine. Es sind jeweils Dutzende von Trades. Wir haben bei den Short-Term Seasonals sogar 211 Trades, also potenzielle Trades im Jahr. Das heißt, ich komme auf Hunderte, auf, ja, wahrscheinlich auf 500, 600 Trades, die ich mache, eher sogar mehr. Wenn man viele Power Breakouts im kurzfristigen Zeitfenster hat, sind das, geht's eher in Richtung 800. So, das ist eine richtig breite Streuung. Wenn jetzt jemand von diesen zwei, drei Setups abkommt und sagt, ja, ich muss ein bisschen streuen, dann wird er ja wahrscheinlich trotzdem nur den Reflex haben, dass er sich eines von diesen Portfolios raussucht und sagt, okay, komm, ich nehme das. Ja. Und nehmen wir mal jetzt das, was am wenigsten Schwankungen verursacht, ist das hier. 72.000 Dollar, 75.000 Dollar Schwankungen, verdient 2,8 Millionen damit. So, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das Lohnendste machen, dann würde man bei den Power Breakouts landen. 6,3 Millionen Stand jetzt, hat 112.000 Dollar maximaler Intra-Trade, Schwankungen. So, eines davon rausgegriffen, dann habe ich aber auch die Schwankungen hiervon. Und jetzt will ich euch etwas zeigen, was passiert, wenn ich mehrere von diesen Portfolios, ich brauche natürlich immer
einen Ansatz, der auch wirklich einen statistischen Vorteil hat. Das muss klar sein. Streuung bedeutet nicht, ich mache mal irgendwie einen Meinungstrade bei Gold und ich mache mal einen Meinungstrade im S&P und dann habe ich noch eine Meinung zu Kaffee, weil da haben wir überhaupt keinen Verwaltungsmodus. Da müssen wir wirklich aufpassen. Diskretionäre Trades sind Brandbeschleuniger. Das weiß auch niemand besser als ich, denn ich habe sehr viel diskretionäre Trades gemacht. Die sind ganz, ganz langfristig betrachtet sogar oftmals ganz gut ausgegangen, aber nach etlichen Versuchen und mit Schwankungen, die kein Mensch möchte. Jedenfalls ich möchte sie nicht nochmal. Auch das war eine Lehre, die ich in den letzten 25 Jahren gezogen habe. Gerade auch in den letzten 6, 7, 8 Jahren hat man das extrem gemerkt, weil wir sehr viele Situationen auch an den Märkten hatten, die Ausreißer brachten, wo sich was verändert hat, wo wir ja jetzt mit Corona, mit dem Ukraine-Krieg, wo wir einfach sehr, sehr viele Extreme hatten, wo das, was man normalerweise erwarten würde oder was man sofort erwarten würde, viel, viel später kommt. Wir haben eine noch nie dagewesene Niedrigzinsphase gehabt. Das hat auch vieles verzögert, wenn man COT-Daten anwendet. Das hat viele Sachen also sehr, sehr besonders gemacht. Und da haben eben viele diskretionäre Trades nicht funktioniert. Die waren dann eher ein Griff ins Klo. Deshalb, ich will euch mal zeigen, was der Effekt, und das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, ja, der muss jetzt nicht zwingend repräsentativ sein, ist er aber, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Von diesen vier Portfolios, die ich euch gezeigt habe, von diesen vier Ansätzen, haben im Februar 1975, ich habe jetzt mal einen Ausschnitt genommen von schon deutlich weit zurückliegend, haben im Februar 1975 haben drei davon gearbeitet. Der eine Ansatz hatte einfach kein Setup. Also es kann ja sein, dass zum Beispiel ein Ansatz einfach in diesem Monat kein Trade hat. Zum Beispiel bei den Seasonals ist es so, da gibt es im Februar kein Trade, bei den klassischen Seasonals. Deshalb sind hier nur drei sind hier nur drei Bausteine sozusagen, nämlich die Power Breakouts, die Short-Term Power Breakouts und die Short-Term Seasonals. So, das ist jetzt nur ein Monat. Und da sehen wir aber, was Streuung bewirkt. Hätte ich jetzt zum Beispiel in diesem Monat damals nur die Power Breakouts gehandelt, das ist dieser eine Trade hier oben gewesen, Cotton, der hatte 280 Dollar verdient. So, dann wäre der Profit 280 Dollar gewesen, das ist ganz nett, aber ja, mehr halt auch nicht. So, hätte ich zum Beispiel nur die Short-Term Seasonals gehandelt, das ist dieser ganze, das alles, was hier weiß hinterlegt ist. Also hier Lean Hogs, Live Cattle, Lean Hogs, Kaffee, British Pfund und nochmal Kaffee. Das sind diese Trades hier. Das ist alles aus den Short-Term Seasonals gewesen. Hätte ich 1160 gewonnen. So. Und hier dieser Bereich, diese grau hinterlegten Trades, das sind drei Lean Hogs, Platin und Schweizer Franken. Das sind minus 227 Dollar. So, jetzt kann es ja sein, dass ihr zum Beispiel sagt, oh, ich möchte im kurzfristigen Bereich arbeiten, ich entscheide mich für das Short-Term Breakout-Portfolio. Dann hättet ihr in diesem Monat 227 Dollar Verlust gemacht. Es kann sein, dass ihr dann wäre Short-Term Seasonals und auch die Kombination Short-Term Seasonals und Power Breakouts hätte viel mehr verdient. So, ihr hättet also das Schlechteste ausgewählt und hättet einen Verlust von 227 Dollar. Hättet ihr dazu genommen, allerdings die Power Breakouts, hätte es das schon überkompensiert. Das heißt, ihr hättet statt 227 Dollar Minus, hättet ihr in dem Monat schon ein leichtes Plus gehabt. Zwar nicht viel, aber Power Breakouts hätten das abgefedert, was die Short-Term Breakouts verloren haben. Und wenn ihr natürlich die Short-Term Seasonals noch dazu nehmt, also alle drei Ansätze, dann habt ihr diesen Verlust nicht nur ausgebügelt, sondern habt ihn drastisch überkompensiert. Das wird nicht in jedem einzelnen Monat so sein. Natürlich, es gibt auch Monate, oder es kann auch mal einen Monat geben, wo vielleicht zwei Bausteine nicht gut funktionieren. Aber die sind schon so kombiniert, dass sie tatsächlich sich sehr gut ergänzen. Denn man muss einfach sich nur die Frage stellen, was wird denn passieren? Also die Power Breakouts zielen auf Trends über 4 bis oder über 5 bis 10 Wochen, also 1 bis 2 Monate. Die Short-Term Power Breakouts zielen auf Trends von 2 bis 20 Handelstagen, also genau die Zeitebene davor oder das Zeitfenster davor, also weniger als 1 Monat.
Und was wird denn passieren? Es gibt ja immer irgendwie Bewegung. Das heißt, entweder es gibt kurzfristige Trends und die langfristigen brechen ab, oder es gibt kurzfristige Trends und gleichzeitig auch mittel- bis langfristige Trends. Dann zieht alles durch, dann gewinnt alles potenziell. Oder die kurzfristigen Bewegungen lohnen sich nicht so, weil es da irgendwie ein bisschen stärker schwankt, aber die langfristigen Trends, sprich die Power Breakouts oder mittel- bis langfristigen Trends, greifen da ganz gut und kompensieren das über. Also irgendwas von diesen vier Bausteinen wird mir immer das Ganze abmildern können. Dass jetzt irgendwie die alle vier gleichzeitig komplett in die Binsen gehen, ist höchst unwahrscheinlich. Und wenn es passiert, ist es trotzdem insgesamt kein Schaden für das Portfolio, weil dauerhaft haben wir genau diesen Effekt. Es sind jetzt nur drei von diesen vier Bausteinen in diesem Monat unterwegs gewesen damals. Und wenn ich mir einen davon rausgegriffen hätte, hätte ich auf jeden Fall ein suboptimales Ergebnis gehabt. Und hier habe ich natürlich durch diese Streuung den Effekt, ich hätte mit den Short-Term-Breakouts Geld verloren, dadurch, dass ich ein Setup dazu nehme, nämlich die Power Breakouts, hätte das ausgeglichen und dadurch, dass ich noch ein weiteres dazu nehme, hat man hier eine drastische Überkompensation. Und das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Wie gesagt, wir würden auch, wenn wir ein bisschen suchen, werden wir auch Monate finden, die das jetzt vielleicht nicht so perfekt untermauern. Aber am langen Ende ist das der Effekt. Und ich will euch mal zeigen, wenn wir selektieren, wenn wir also sagen, okay, wir wollen die Drawdowns maximal reduzieren, weil wir einfach gar nicht das Kapital haben, mit größeren Schwankungen umzugehen. Wenn jetzt jemand mit 10 Millionen antritt, dann kann der auch mal eine Schwankung von einer halben Million locker verkraften. Aber wenn jetzt das nicht so ist, wenn man mit einem kleinen Konto antritt, dann muss man natürlich gucken, dass man die Schwankungen ganz, ganz gering hält, dass die Drawdowns maximal reduziert werden. Und das geht zum Beispiel mit dem Zusammenschluss der besten Trades aus diesen vier, also beste Trades geordnet nach maximalem Drawdown, aus diesen vier Bausteinen, For Select Portfolio nenne ich das. Da sind 88 Trades drin, also beziehungsweise 88 Setups per Anno, sind mehr Trades, weil einige Trades arbeiten in jedem Monat, andere arbeiten nur einmal im Jahr. Aber hier lässt sich der maximale Drawdown, um 2,4 Millionen zu verdienen, auf 22.203 Dollar reduzieren. Und das ist die Equity dazu. Auch hier keine Überoptimierung, nichts irgendwie mit 85 Indikatoren oder Filtern drin oder Regeln. Es sind ganz, ganz banale Ansätze. Es ist aber Streuung und es ist Selektion nach Qualität. Hier sind tatsächlich nur die Trades drin, die über 50, 52 Jahre den geringsten Drawdown hatten. Und das ist über 5 Dekaden, da kann man davon ausgehen, wenn ich so ein Portfolio zusammenstelle, dann ist es wirklich best of the best. Natürlich wird da irgendwann mal in den nächsten Jahren, wird mal irgendeine von diesen Strategien ein bisschen größeren Drawdown haben. Irgendeines von diesen 88 Setups hat dann mal, oder ein paar haben vielleicht einen etwas größeren Drawdown. Aber das ist wirklich, da hat sich nicht viel verändert über diese lange Zeit, weil das tatsächlich die schwankungsärmsten Strategien sind, die hier kombiniert sind. Und da sieht man, wie drastisch man mit Streuung den Drawdown reduzieren kann. Das heißt, ich mache mehr und erziele ein viel effizienteres Ergebnis. Ich mache also mehr Trades. In unserer Wahrnehmung, jeder Trade ist ein Einzelrisiko, ja. Aber wenn ich das bündle, reduziert sich das Risiko und zwar drastisch. Ich kann den Drawdown auf ein Fünftel drücken. Wenn ihr gesehen habt, die Power Breakouts, die verdienen natürlich auch 6 Millionen, aber haben Drawdown von 102.000. Die muss ich erstmal aushalten. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich kann aber nicht mehr als 20.000 aushalten, weil ich nur ein 30.000er Konto habe, dann funktioniert das nicht, dass man die Power Breakouts alleine handelt. Also müsste man selektieren und sagen, okay, dann handle ich solch ein Portfolio wie das hier, wo wir wirklich eine Auswahl aus vier Bausteinen haben, priorisiert nach Drawdown und dann kann ich den Drawdown sogar drastisch drücken. Und auch wenn ich jetzt alle Trades aus diesen ganzen Portfolios mache, drücke ich den Drawdown auch drastisch auf ungefähr ein Drittel. Wenn ich alle Trades mache, wenn ich diese ganzen vier großen Portfolios ohne nochmalige Selektion zusammenpacke und sage, ich mache alle Trades aus diesen Portfolios, geht der Drawdown auch drastisch runter, weil eben genau dieser Effekt erzielt wird, den ich hier gerade gezeigt habe.
Wenn du dich für das Vorselect-Portfolio interessierst, wir starten am 6.8. mit den vorbereitenden Schulungen, werden live stattfinden, aber auch aufgezeichnet und stehen anschließend als Video bereit. Unterlagen gibt es auch dazu. Und am 1.9. wird in den gemeinsamen Handel, der über 12 Monate von mir geleitet wird, beziehungsweise über 12 Monate, teile ich euch sämtliche Orders mit, die ich aufgebe, zeige euch, mit welchem Produkt, welcher Kontrakt, welches Hebelzertifikat, welche CFD, ich trade, wo der Stop liegt, wie lange gehalten wird. Also alles auf den Regeln basierend, die du dann lernst. Es sind noch ein paar Plätze frei. Wir haben aber hier natürlich eine limitierte Teilnehmerzahl und das nicht als Marketing-Gag, sondern ganz einfach, weil jeder Teilnehmer auch meine private Nummer bekommt, mich dementsprechend auch kontaktieren wird, wenn er irgendwo Fragen hat in der Umsetzung. Und das lässt sich natürlich jetzt nicht bewerkstelligen, wenn man da 1.000 Leute drin hätte. Dann kann ich eben diesen Support nicht leisten. Deshalb limitieren wir das, weil jeder bekommt meine private Handynummer. Das also dazu. Wenn du Infos dazu möchtest, unter dem Video in der Infobox findest du sie. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg im Trading. Bleibt gesund und macht's gut.